einen Zulauf an jungen Menschen und andere Orden haben das nicht. Woran liegt das? Also ich glaube, dass man zunächst einmal festhalten muss, dass andere Orden auch einen Zulauf haben. Die Frage ist, welche Orden? Und da gibt es zumindest in der Bundesrepublik zwei Dinge, die man beachten muss. Das eine ist der Zulauf zu den kontemplativen Gemeinschaften. Und das andere wäre zu jenen Gemeinschaften, wo junge Menschen spüren, die haben ein Ziel, die haben eine Identität, die glauben an die Zukunft und die sind bereit, ein Risiko einzugehen. Da ist eine gewisse Radikalität, die ich irgendwo spüren kann. Und habe dann im Grunde genommen da für mich einen Zusammenhang gefunden, der, glaube ich, ja aufgrund des Apostolates einfach ist, das letztlich in der Spiritualität der Heilung begründet ist, dass nämlich ja, der Sinn des Menschen darin besteht, letztlich heil zu sein und heil zu werden und dass er das auch nicht aus sich selbst vermag. Das hatte ich in vielen Gesprächen mit den Leuten erfahren, auch gerade in unserer Gesellschaft. Das hatte ich erfahren in der dritten Welt. Und gerade diese Menschen strahlten Hoffnung aus. Diese hatten Erfahrung von Befreiung, obwohl ihre Situation zunächst mal schlecht war. Ja, und ich denke, dass das eine Grundmotivation mit war, hier einzutreten. Wichtig war für mich auch Internationalität, das Verständnis, ja, als Frau und für Frauen zu arbeiten, weil ich in so einem typischen Frauenberuf halt viel Diskriminierung erfahren habe. Und wichtig war für mich auch die Frage, wie arbeiten wir? Behandeln wir Symptome oder gehen wir an die Ursachen? Und damit zwangsläufig verbunden die Frage, wofür ist unsere Option? Für die Armen oder nicht? Und damit zwangsläufig auch eine politische Fragestellung. Während meiner Zeit auf dem Gymnasium ist mir immer stärker aufgefallen, eigentlich der krasse Gegensatz zwischen dem Lebensstil meiner Eltern, der Umgebung, vielleicht der Gesellschaft und dem, was ich wusste über die dritte Welt, da ich mich eben für Politik und Geschichte interessiert habe. Und mein Anliegen war es, eben im Sinne von Jesus Christus, mich einzusetzen, diesen Gegensatz in irgendeiner Weise eben zu verringern und wenn es nur ein ganz kleiner Teil sein konnte. Und mein Traum war es eben, in die dritte Welt zu gehen und dort zu helfen. Das war so der Ausgangspunkt. Doch, ja. Das würde ich schon sagen, dass hier nicht für die Menschen etwas getan wird, sondern versucht, gemeinsam mit den Menschen zusammen nach Lösungsmöglichkeiten zu suchen und denen keine fertigen, in Europa ausgedachten Konzepte einfach übergestülpt werden. Wenn ich Ihnen zuhöre, dann ist sehr viel davon alternatives Gedankengut, was Sie gesagt haben. Ja, ich glaube, dass wir uns in der Tat wahrscheinlich zunächst nicht unterscheiden. Die Taten werden vielleicht die gleichen sein, aber die Fragen dann hinterher nach der Motivation oder nach dem Sinn, die werden sich mit Sicherheit unterscheiden. Und da würde ich zunächst sagen, das ist für mich ganz klar, das geht letztlich auf Jesus Christus zurück. Und das ist auch das, was mir Kraft gibt. Und vielleicht könnte sich dann eventuell das auch in Situationen einfach bewähren oder bewahrheiten, wo dann vielleicht humanistisches Gedankengut oder anderes Gedankengut einfach nicht mehr weiter kann, weil wenn Sie sehen, vieles wird letztlich in unserem Leistungsmaßstab ja sinnlos sein. Herz Jesu, Trost der ganzen Welt, mach unser Herz zu deinem. Nimm unsere Herzen ungezählt und mache sie zu einem. Zu Beginn vor dem Empfang der Heiligen Kommunion wollen wir Jesus Christus, der unsere Liebe ist, um Verzeihung bitten. Und so seht das Lamm Gottes, es nimmt hinweg die Sünde der Welt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich du ein Wort, so wird meine Seele gesund. Gott ist Liebe, und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Der Leib Christi. Und so segne und behüte uns alle, der allmächtige und gute Gott, und er segne uns, der Vater
und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Wir dürfen bleiben in Gottes Liebe. Tatsächlich hat Jesus Christus uns aufgetragen, was immer wir den Kranken an Zuwendung und Liebe zukommen lassen. Die medizinische Arbeit ist eine Berufung, nicht nur ein Beruf. Es ist eine so herrliche Gabe Gottes, den Leidenden und Sterbenden zu dienen. Mutter Dengel hat diese Gottesgabe in die Kirche eingebracht. Sie hat uns gelehrt, wie man sich um die Leidenden und Sterbenden kümmern kann. Wir beten darum, dass ihre Mitschwestern diese Arbeit mit großer Liebe fortsetzen können. Normalerweise werden Leute, die einen Orden gegründet und dann lange dafür gewirkt haben, nach einiger Zeit heilig gesprochen. Wie ist diese Art von Heiligen? Ich habe Mutter Dengel persönlich lange gekannt und bin überzeugt, dass sie eine Heilige ist. Die Art, wie sie glaubte, wie sie sprach, wie sie Dinge anpackte, wie sie sich gab, war außerordentlich beeindruckend. Ich hatte einfach immer den Eindruck, dass ich mit einer Heiligen gesprochen habe. Sie hatte einen unverschämten Glauben, der sie durch Höhen und Täler getragen hat. Sie hat von menschlicher Schwäche gewusst, aber auch von der Treue Gottes, die nie aufhört. Alles, was sie schaffte, kam aus ihrem Christsein. Der bekannte Fernsehbischof, Bischof Fulton Sheen aus New York, sagte eines Tages öffentlich, Mutter Dengel ist eine Heilige. Als man ihr das wieder sagte, war ihre Antwort, ich bin katholisch, ich bin Christin. Wenn ich das Elend der Kranken in Indien gesehen hätte und hätte nichts getan, dieses Leid zu lindern, hätte ich mich nicht länger Christin nennen können. Ist das nicht Glaube? Am 17. April 1980 starb Mutter Anna Dengel in Rom. Im Schatten des Petersdoms, auf dem deutschen Friedhof im Vatikan, ruht sie zusammen mit anderen Ordensleuten aus dem deutschen Sprachraum. Wir möchten aber diesen Bericht mit einer anderen Momentaufnahme aus dem Leben der missionsärztlichen Schwestern abschließen. Schwester Stefanie Ingenda, eine Kämpferin des Anfangs, feierte dieser Tage die goldene Profess, das goldene Jubiläum ihrer Ordenszugehörigkeit. Sie kann am besten Bilanz ziehen, ob sich ihr Leben für Anna Dengel und den Orden der missionsärztlichen Schwestern gelohnt hat. Meines Ordenslebens zurück. An diesem Tag habe ich in Washington D.C. zum ersten Mal die Gelübde abgelegt und die Missionseid gelobt, dir zu dienen, wo immer es sei, und die Arbeit zu tun, die mir aufgetragen würde. Es war nicht immer leicht, nein, manchmal sehr schwer, aber du warst immer bei mir und ich danke dir besonders auch für diese Ölbergstunden. Vergib, wenn ich so oft versagt habe und dich enttäuscht habe. Ich danke dir für Mutter Dengel, die unsere Gemeinschaft gegründet und viele Jahre geführt hat. Ich danke dir für alle Schwestern unserer Gemeinschaft und ich bete ganz besonders für diejenigen, die Verantwortung tragen. Segne sie und führe sie. Stehe den Lebenden mit deiner Gnade bei und lass die Verstorbenen bei dir sein in deinem Reich. Voll Vertrauen auf deine Hilfe und unter dem Schutz unserer lieben Frau, Ursache unserer Freude, erneuere und bekräftige ich die Gelübde der Armut, der Ehelosigkeit und des Gehorsams. Und ich bitte dich nochmals um die Gnade durchzuhalten, bis du mich heimholst zu dir. Amen. Eine persönliche Schlussbemerkung des Berichterstatters sei gestattet. Ich habe selten einen glücklicheren alten Menschen gesehen als Schwester Stefanie. Lord, you have served me.
Hier, im Schatten des Petersdoms, fand Anna Dengel 1980 ihre Ruhe. Buchstäblich endete hier ein unruhiges Leben, ein Kämpfergeist, eine der ganz großen Frauen in der Kirchengeschichte unseres Jahrhunderts. Anna Dengel. Erlernter Beruf Ärztin. Berufung Missionarin und Ordensgründerin. Im hintersten Lechtal, in Steeg, im Tirol außer Fern geboren. Bei den Salesianerinnen in Hall streng erzogen. Verließ sie 1910 Tirol, um nur mehr für Tage der Einkehr und für Tage der Erholung hierher zurückzukehren. Anna Dengels Lebens- und Wirkungskreis wurde die gesamte Erde, ausgehend von Indien. Es ist von größtem Wert, was Anna Dengel und ihre Schwestern in Indien getan haben. Niemand hatte bis zu diesem Zeitpunkt so konsequent medizinische Hilfe geleistet wie ihr Orden. Und die Leute haben durch Anna Dengel und ihre Schwestern gelernt, wie man mit Kranken umgeht und auch wie man jungen Leuten beibringt, diese Arbeit zu leisten. Es war das größte Geschenk an Indien, die Krankenschwestern auszubilden, dass sie schließlich jene Arbeit tun konnten, die zunächst von den Schwestern geleistet wurden. Das ist das größte Gift to India, because they have trained many, many young nurses to do the work as they were doing with great love and compassion. Am Anfang waren es die großen Nöte der Muslimfrauen, die den Anstoß zu unserer Arbeit gaben. Sie waren auf die medizinische Hilfe von Frauen angewiesen. In Indien gab es einige Ärztinnen, aber nur sehr wenige. Anna Dengel war keine bequeme Frau. Sie begann vor dem Ersten Weltkrieg ein Medizinstudium im irischen Cork, zu einer Zeit, da ein weiblicher Arzt fast undenkbar war. 1920 ging sie als Ärztin mit missionarischen Ambitionen nach Indien im Kampf gegen das Elend der mohammedanischen Frauen und gründete nach dieser Erfahrung ihren Orden der missionsärztlichen Schwestern gegen den Willen des Vatikans, für den eine Ärztin, die zugleich Ordensschwester sein wollte, undenkbar war. Dr. Anna Dengel, the Superior General of the Society, sie zog in den 20er und 30er Jahren eine unglaublich professionelle Marketingkampagne um Spenden für Krankenhäuser in Indien und für ihren Orden in den USA auf. Zu einer Zeit, da man den Begriff Marketing noch gar nicht kannte. And here is Dr. Anna Dengel at her desk. Ihre Aktivitäten wurden vom Vatikan, das Prüfverfahren für ihren Orden lief nun schon viele Jahre, argwöhnisch beobachtet. Doch Anna Dengel setzte sich durch, wie überall, auch in Rom. Ihre Genugtuung muss groß gewesen sein, als der zweite Mann der Kirche, Kardinalstaatssekretär Cicognani, ihr persönlich die Erlaubnis für den Orden der missionsärztlichen Schwestern überbrachte. Wobei bezweifelt werden kann, dass es Anna Dengel heute, 50 Jahre später, besser erginge. Und wir selber als Frauen in der Kirche und als Frauen, die die Kirche lieben, erfahren ja...